Moin Leute, es geht weiter im Far Cry. Wenn du Zeit hast. Er ist ein Freund des goldenen Pfads und wird dir für deine Hilfe danken. Longinus, sagtest du? Ja, er ist Waffenhändler und Priester. Ist das zu glauben? Longinus tickt nicht ganz sauber, aber wenn du Waffen brauchst, ist er der Richtige. Ich aktualisiere deine Karte. Es geht weiter mit Far Cry. Anscheinend habe ich direkt... Es ist irgendwie laut wieder. Anscheinend habe ich direkt einen neuen Auftrag hier bei L. Ich guck mal, was ich hier noch anpassen kann. Warum ist denn das nochmal so laut geworden? Auf jeden Fall sind wir jetzt bei Folge 4, glaube ich, angelangt. Ich weiß es gerade gar nicht. Müsste eigentlich Folge 4 sein. Irgendwas hatte ich gerade vor. Ich habe es aber wieder vergessen. Egal, wir gehen erstmal runter. Ich würde vorschlagen... Also erstmal sage ich, ich hoffe, euch hat es bisher gefallen. Hier ist doch schon mal ein Wagen, das ist doch sehr gut. Das Spiel ist echt ein geiles Spiel. Es kommt jetzt langsam erst in Startlöchern rein. Also es wird langsam warm, aber nach und nach wird das richtig geil. Wir fahren jetzt erstmal zum L. Zu Lakshmana oder was das war. Und dann sehen wir uns. Wir sehen uns vor Ort am besten. Dann haben wir jetzt so lange Wartezeit. Sehen wir uns gleich. Bis dann. So, angekommen. Können wir erstmal hier die. Also was ist hier los? Ach, die üben Schießstand hier dort. Können wir erstmal hier die Vorräte plündern und dann. Hier hinter ist noch was. Und dann können wir rein zum L, zu Lakshmana oder was das war. Ja. Willkommen. Ich bin Longinus. Longinus. Du bist Edge. Willkommen in meiner Kirche, abseits der Kirche. Die Waffen verkauft? Natürlich. Die Sauschmütigen werden das Erdreich besitzen. Sie brauchen nur ein paar gute Waffen. Offenbarung 5.5. Ein sehr inspirierender Text. Und einer von den Ältesten spricht zu mir, weine nicht. Siehe, es hat überwunden der Löwe vom Geschlecht Judah, die Wurzel Davids aufzutun, das Buch und seine sieben Siegel. Unser Erlöser. Und unser Erlöser kehrt zu uns zurück als Löwe, als ein Krieger. Also, da sagte ich zu mir selbst, würde Gottes Sohn wiedergeboren, welche Waffe würde er wählen? Was? Wenn Christus zurückkehrt, um die sieben Sieger zu brechen und die Entrückung zu bringen, kehrt er als Löwe zurück, oder? Ein Löwe braucht Zähne. Welche Waffe würde Jesus wählen? Das ist eine gute Frage. Deuteronomium 32, 47? Das ist kein leeres Wort für euch, sondern euer Leben. Oder Sprüche 19, 11. Ein vernünftiger Mensch kann seine Gefühle beherrschen. Ich habe keine Ahnung. Ein Soldat weiß es. Ein Soldat weiß es immer. Denn wir haben die Entrückung gesehen und überlebten sie. Man braucht Waffen, um Gutes zu tun, AJ. Denn jede Waffe ist eine Bibel. Und jeder Schuss ist eine Predigt. Und für jeden Funkturm, den du befreist von Pagans Lügen, gebe ich dir etwas. Zur Belohnung. Das ist Gottes Wille. Sehr gut. Hier. Das ist für den Ersten. Banapur wird angegriffen. Wir brauchen Krieger hier. Sabah, sofort. Was ist passiert? Sie werden angegriffen. Bleib weg, es ist... Und er sprach zu ihnen, gehet hinaus in die ganze Welt. Und verkündet das Evangelium der gesamten Schöpfung. Alter, okay. Der braucht jetzt Hilfe. Und wo vor allen Dingen? Was? 5 Minuten haben wir Zeit? Was ist das denn für ein Quatsch hier? Hallo? Runter hier. 700 Meter. Ja, Leute. Einmal durch da. Fertig. Hallo, geh doch mal weg. Alter, willst du mich verarschen? Hör auf, Leute! Ich will hier einfach nur durch. Danke. Ich wollte mal ganz kurz zu Melatis unterbrechen. Ich wollte mal ganz kurz
Untertitel anmachen. Ich glaube, das ist auch für den einen oder anderen angenehmer, wenn man die hier irgendwo anmachen kann. Interface, Minikartendurchsicht, bla bla bla, blinken, Tutorial, hä, wo ist denn das? Audio, da, nein, hä, doch, Audio eigentlich oder nicht? Masterlautstärke, Grafik, Untertitel an, Englisch, was? Deutsch. So. Ach, was waren das für Zeit. Jetzt geht's hier die wilde Fahrt, das lasse ich mal einfach an. Und von mir kann ich wohl dasselbe sagen. Na gut. Untertitel sind auf jeden Fall sehr gut an, wie ich gerade sehe. Aber viele wahrscheinlich Pläne, nicht erst nur im nächsten. Für unsere Familie, sondern für Kyrat. Ich war nicht Kyrat. So. Mir fehlt diese Zeit aber. Ne? Warum habe ich nur so wenig Zeit? Es ist zu spät. Ich habe es versucht, wirklich. Ja, gut. Ich glaube, da ist nichts Wichtiges, was er erzählt. Sagen, wir sehen uns vor Ort, wenn es losgeht. Wir sind soweit angekommen. Oh nein, was mache ich? Alter, Alter. Da habe ich einmal kurz zur Seite geguckt. Oh Leute, ey. Komm, fahr. Fahr, Junge, fahr. Ja. Du weißt genau, wie man Auto fährt. So sieht das aus. Und was ist da passiert? Komm einfach mal durch. Ach, war nicht so schlau, Leute. Säubere das Dorf. Ich komme hier nicht durch. Ich verbrenne. Alles klar. Alles klar. Komm. Gib Gas. Säubere das Dorf von Soldaten der Army. Ich muss erstmal heim, bevor Jugo ankommt. Ist auch geil. Wo sind die denn? Wir müssen schon noch sammeln hier. Wo? Hier irgendwo. Da. Alter, ich kann heftig zielen, muss ich sagen. Oh nein, Alter. Was mach ich denn hier? Komm. Jawohl, mit dem Stock raus da. Alter, mit Molotow. Batterie fast leer, auch geil. Komm. Heilen, da der nächste. Der nächste. Wo ist er? Seh nicht. Zack, check down und hör auf mit dem Scheiß. Hier ist der Money. Was hab ich denn hier noch? Molotovs hab ich auch noch. Wo sind denn hier noch Gegner? Da. Wird langsam besser, wenn die zielen, oder? Alter, ein Puppenschuss, ich bin fast tot, ey. Das war's, oder was? Hier ist irgendwo noch eine Pflanze. Besiege die Verstärkung? Wo haben wir die denn? Ja, wo muss denn hin? Hallo? Jo, Helikopter einfach. Du brauchst Pflanzen, um Spritzen herzustellen. Ja, was soll ich denn machen? Ich kann auch keinen Helikopter von hier unten abschießen, ne? Im Ernst. Durchsuchen. Pumpe will ich ja nicht haben. Obwohl auch nehmen wir nicht Pumpe mit. Ja. Molotov. Sag mal. Nein, ich will nicht sterben. Nein. Oh, Mann. Das ist doch ärgerlich, sowas. Ja, was soll ich denn da machen gegen einen Helikopter? Ich brauche nur Raketenwerfer. Das geht das doch gar nicht. Das ist alles nochmal von vorne, oder was? Wir sehen die Verstärkung. Dann wirst du welche Verstärkung? Ja, mit Pfeil und Bogen geht das wohl. Wo ist denn die Verstärkung? Halten zu suchen. Da kommt doch schon hier die wieder, oder? Komm. Warum trifft er das nicht? Kommt er da nicht an? Nee, ne? Kann ich ihn abschießen? Schießt mit Pfeil und Bogen. Schießt sich hier hin. Komm. Jetzt aber. Zack.
Kann ich da haben eine Granate oder? Ich gehe. Oben rechts. Das ging schnell diesmal. Ah, gut gelöst. Komm wieder mal wer runter. Was ist das denn? Da ist noch einer. Zack. Was? Wo ist der Typ für den Untersuchen? Untersuchen. Zack. Munition. Auf dem Weg zur Gemeinschaftsbunker. Da ist Batra. Ja, ich helfe Batra. Ist gut. Aber lass mir mal erstmal die Leute hier untersuchen. Wir brauchen ein bisschen Money. Wo ist die denn? Komm. Gib Gas, Junge. Nicht durchs Feuer laufen. Da ist Money. Da ist Money. Zack. Ich komme. Da, er merkt mich nicht. Jetzt geht. Zack. Da ist noch einer. Merkt mich auch nicht. Du das nicht, Mann. Zack. Warte, ich komme. Wie komme ich da rein? Wenn ich brenne, nicht auf jeden Fall. Hallo. Ich bin ein Weg in das Gebäude. Ach so. Von oben bestimmt hier. Komm. Hoch, zack. Hier rein. Wo ist das? Hör auf. Sag mal. Hier rein. Batra, Batra, wo bist du? Unten. Da liegt sie. Wenn ich nicht wäre, ey. Ich muss jetzt mit dir rumrennen, oder was? Ich sehe nichts. Ich bin okay. Die Menschen müssen sie sehen. Das beruhigt sie. Sie ist nur ein Kind, Zabal, und sie ist verängstigt. Ich bringe sie heim und dann kümmern wir uns um das Volk. Okay? Danke. Alles wird gut. Kein Ding. Sag auch mal danke, Amina. Das ist also der Preis für AJs Amita. Rettung. Wir attackieren Pauls Haus, er schlachtet ein ganzes Dorf ab. Das ist nicht AJs Schuld, sondern meine. Aber das spielt jetzt keine Rolle. Sie haben den Außenposten. Und sie haben Geiseln. Gut. Erst den Außenposten. Ohne ihn können wir nichts machen. Komm. Das hört sich nach Außenposteneinnahme an. Zurück zum Absender. Irgendwie will ich aber... Ich würde gerne mal mehr Dings haben, ne? Mehr Platz für Waffen. Weil ich habe jetzt nur die beiden. Scorpion ist auch nicht gerade die geilste Waffe. Fähigkeiten. Fähigkeiten kommen wieder. Was ist das? Du hältst einen zusätzlichen Gesundheit. Ja, ist immer gut. Gesundheit. Seht euch das an. Als hätte Paga nicht bereits genug verbraucht. So, wo geht's denn jetzt weiter, ihr Männers? Ich möchte gerne den nächsten Auftrag machen. Der goldene Pfad muss Pagan und seine Anhänger. Bruder, wir müssen reden. Zabal, was geht? Dann lass reden. Ich werde in Banapur gebraucht und Amita konzentriert sich auf den Außenposten. Also musst du den Geiseln helfen. Ich weiß, es ist viel verlangt. Aber sie müssen gerettet werden, bevor wir den Außenposten zurückerobern. Aber ja. Amita sagte, der Außenposten ist wichtig. Ja, ab zum Außenposten. Da sag mir doch, wo der oder Außenposten ist. Ist auf den Schutz des goldenen Pfades angewiesen. Wir dürfen sie nicht im Stich lassen. Rette die Geiseln, Bruder! Ja, ich werde jetzt hier die Munition ein bisschen auffüllen. Und dann sehen wir uns. Alles klar, neue Waffen freigestellt. Dann sehen wir uns beim Auftrag, würde ich sagen. Ja, beim Auftrag. Oder kann ich hier noch was Geiles kaufen? Das werden wir sehen. Wenn ich was Geiles kaufen kann, dann lasse ich es euch wissen. Ansonsten sehen wir uns vor Ort. So. Wir sind angekommen, töte die Wachen, rette mindestens zwei Geiseln. Okay. Da oben seht ihr schon was, oder? Nee. Ja. Wie lösen wir das Problemchen jetzt am besten? Haben wir hier hoch oder wie? Genau hier auf Wurfmesser, oder? Geh mal eine Etage höher hier. Da hat man noch den Überblick hier, oder? Guck mal, da sind zwei. Was haben wir hier noch? Das war's oder was? Mehr nicht? Wieso werfen wir denn einfach einen
Köder hin. Guck mal, was passiert. Ah, Köder. Zack. Na komm, wo ist denn dein Tier? Hab ich doch gelernt, hier Köder einwerfen, dann kommt ein Tier, oder nicht? Alles klar. Kommt einfach gar kein Tier, das ist natürlich auch super. Ich hab schon die Gegner markiert. Ja, super. Muss das halt anders irgendwie lösen. Gehen wir so an ihn ran. Den schmeißen wir irgendwie mit dem. Meinst du, ich bin blind? Nein, 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 nein. Der ist schon mal weg. Können wir dich schon mal retten hier? Achso. Erstmal muss ich die Geiseln töten. Kein Tier scheint sie interessieren, das habe ich auch gemerkt gerade, komischerweise. Witzig, ja? Steine kann man auch anwerfen, oder? Da kommt der jetzt dran. Zack. Haben wir den auch schon mal. Haben unser Messer wieder. Jetzt kommt der nächste, der letzte. Vorher nochmal einen schönen Schatz mitnehmen. Und dann. Zack, haben wir den auch. Kommen wir durch? Ja, sehr gut. Mehr sind hier nicht, oder? Oder? Mal gucken, ob hier noch einer. Da ist noch einer. Zack. Nein, nein, nein. Oh, diese Drecksau. Mann, jetzt hat er die Geisel weggemacht. Warum trifft er nicht? Zieh doch genau auf ihn. Jetzt habe ich ja, ja toll, eine habe ich leider. Die Geiseln sind sicher, Sabal. Du machst deinem Vater eine Ehre, AJ. Genau das war seine Absicht. Deshalb gründete er den. Das wollte ich doch auch gar nicht, Mann. Um seinem Volk zu helfen. Hey, ich bin nicht wegen meinem Vater hier oder wegen dem. Das wollte ich auch gar nicht. Wir könnten trotzdem Hilfe brauchen. Wenn die Geiseln los, ja, lass mir doch erstmal was machen. Ich weiß, ich verlange sehr viel von dir. Wir verlangen sehr viel von mir. Wenn du den goldenen Pfad hilfst, bringe ich dich nach Lakshmana. Das verspreche ich dir. Kann mir jemand sagen, wo die anderen Geiseln sind hier? Danke, Sabah. Geiselrettung, Mission beendet. Ich glaube, das war's dann auch heute mit der Mission. Beim nächsten Mal geht's dann. Ich weiß, dass Sabal dich beauftragt hat, die Geiseln zu retten, statt den Außenposten einzunehmen. Das ist okay. Du bist neu hier und Sabal kann sehr überzeugend sein. Ich wollte nur meinen Beitrag leisten. Und das weiß ich zu schätzen. Aber du musst das große Ganze sehen. Ich hatte den Angriff auf den Außenposten schon vorbereitet. Aber jetzt muss ich meine Männer anders einsetzen, damit sie die befreiten Geiseln beschützen. Bevor der fährt er irgendwann lang. Er verliert nicht gern sein Spielzeug. Siehst du es nicht, AJ? Es gab einen Plan und du hast ihn über den Haufen geworfen. Es wird dauern, bis die Sache mit Lepleur geregelt ist. Bis dahin haben die Soldaten im Außenposten viel Zeit, sich einzugraben. Nicht, wenn ich helfen kann. AJ, einen Außenposten allein anzugreifen wäre Selbstmord. Warte, bis ich Unterstützung schicke. Ich kann das schaffen, Amita. AJ, tu's nicht. Genau. Danke fürs Zuschauen. Und nächstes Mal dann der Übergriff zum Außenposten. 506 Meter. Ich habe mich gefreut, dass ihr zugeschaut habt auf jeden Fall. Langsam kommen wir im Fahrt hier. Ich weiß nicht, was die ganze Zeit vorhaben. Die eiern hier die ganze Zeit rum. Und bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Like da oder lasst gerne ein Abo da, wenn ihr nicht zuschaut. Ich habe übrigens gesehen, dass die meisten, die zuschauen, einfach random Leute sind. Und nicht Leute, die abonniert haben. Das war jetzt nicht schlimm. Ich freue mich über jeden. Ja, ist gut jetzt. Und vielen Dank. Bis dann. Ciao, ciao.